Wir machen die Übung Static Back Press. Ich habe die schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Hier nochmal in aller Ruhe. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Box oder wir können letztendlich auch ein Bett nehmen, eine Couch. Alles, was eine Höhe hat, wo, wenn ich mich hinlege, ich einen 90-Grad-Winkel im Knie generiere. Das sind hier 90 Grad. Ich habe einen 90-Grad-Winkel in der Hüfte. Ich lege meine Füße auf die Box und lege mich auf meinen Rücken, meinen Kopf gerade nach oben, Blick nach oben, meine Hände auf den Bauch und jetzt drücke ich meinen Rücken bzw. spanne meinen Bauch an und dadurch ist mein Rücken flach auf dem Boden und jetzt atme ich tief durch den Bauch ein, durch die Nase und durch den Mund komplett aus. Diese Übung richtet unser Becken aus. Wir können diese Übung sehr, sehr lange ausführen. Wir sollten diese Übung sehr, sehr lange ausführen. Bleibt gerne mal 10 Minuten in dieser Position liegen. Gerade als Ruheposition, eine sehr angenehme Position, weil sie die komplette Spannung aus dem System nimmt. Unser Becken richtet sich neu aus durch das Atmen. Das Atmen an sich beruhigt schon. Deswegen auch ganz wichtig, eigentlich für alle Übungen, die ich hier vorstelle in dieser Videoreihe, das sind statische Übungen, die auch den Parasympathikus besonders aktivieren. Das sind entspannende Übungen. Versucht nicht, diese Übung kurz vorm Training zu machen. Das wäre der falsche Weg. Macht sie als Cooldown, macht sie als Ruheposition abends vorm Schlafen gehen. Man kann sie tatsächlich, und so habe ich es auch im Artikel empfohlen, man sollte sie früh morgens machen, weil wenn ich schon morgens meine Gelenklinien so ausrichte, dass alles am Platz ist, habe ich natürlich diesen Benefit über den ganzen Tag. Meine Performance ist dadurch erhöht. Das heißt, der Plan sollte sein, diese Übungen in den Alltag zu integrieren. Im Idealfall alle. Nicht jeder hat die Zeit und die Lust, alle Übungen durchzumachen. Deswegen solltet ihr zu Hause vielleicht auch überlegen, welche Übungen sind für mich jetzt besonders geeignet.